Eigentlich habe ich ja gesagt, so reicht es, ne? Wir machen es einfach so. Dann sind wir auch schon fertig. Also wie gesagt, wir werden die Tablets hier nicht. Die Tische sind so weit auseinander, die haben so große Lücken. So ganz zufrieden bin ich hiermit jetzt aber noch nicht, um ehrlich zu sein, weil mir das dann doch zu. Diese Lücke hier ist mir zu gigantisch. Was nicht heißt, dass ich jetzt kleiner mache. Don't get me wrong. Aber ich kann sie ja einfach. Ich kann einfach das, was ich verschiebe, das, was ich platziert habe, bereits so machen, dass die Lücke ein bisschen gefüllter ist. Das Ganze ein bisschen besser aussieht. Kann ich das noch weiter nach hinten machen? Vielleicht sogar. Nämlich die hier noch weiter nach hinten ziehen sogar. Also eigentlich ganz gerne sogar. So nach hier. Natürlich ist immer irgendwas problematisch, ne? Muss ich noch euch irgendwie wieder vernünftig platziert bekommen. So, du bist damit dann klar. Du wärst so platziert am besten. Du so. Ich hier noch Platz für so ein Ding? Das muss ja nur irgendwie dazwischen passen. Hier auf gar keinen Fall. Okay, nein, ich auch nicht, ne? Nicht mal da passt es hin. Oh. Aber nicht verzagen. Wir kriegen das hin. Indem wir hier wieder mit dem arbeiten, mit dem ich so gerne arbeite. Indem ich die hier einfach einmal ein bisschen drehe. Und zwar alle. Dich jetzt hier rüberziehe. Und sehe, dass das auch nicht gut ist, leider. Wie machen wir das jetzt, ey? Wie möchte ich das machen? Geht das so nicht? Dass ich es einfach dann so weitermache? Muss ich die doch nur
das, also wenn ich die leicht versetzt mache. Also so. Boah, da sind wir jetzt hier. Hier ist so viel Platz halt noch, der verschwendet wird einfach. Leider. Aber vielleicht. Wird das einfach der erste Laden, in dem wir auch was Schräges bauen, weil warum denn nicht, ja? Eben noch gefragt, wofür kann man schräg bauen? Dafür müssen die hier halt auch alle schräg, ne? So. Nein! Obwohl, warte mal, kann ich jetzt nicht sagen, stopp. Herausforderung. Müsste noch einen. Machen wir mal noch zwei sogar. Ja, schade, sonst hätte ich die Ausschläge gemacht. Klappt das auch, wenn ich die einen weniger schräg mache? Die Fragen, die einen wirklich beschäftigen, ne? Irgendwann habe ich's, Leute. Irgendwann habe ich's. Weil ich gebe zu, da müsste ich eigentlich auch gar keinen Abstand lassen. Weil sie so. Nee, warte mal, das geht auch nicht.
wäre dann so, ne? Der Abstand richtig. Hü. Gott, ich check das gar nicht. Warte mal. So wäre der Abstand, oder? Oder wie jetzt, hä? Nee, warte mal. Das ist Ecke auf Ecke ist das praktisch, ne? Warte mal, ist das Ecke auf Ecke hier? So wär's, genau, okay. Mal gucken. Ecke auf Ecke. Ecke auf Ecke, weil so ist es mir ein bisschen zu steil, um ehrlich zu sein. Oh. Jetzt machen wir das noch alles nach rechts. Wieder so Ecke auf Ecke. Warum klappt das denn jetzt nicht? So. Ecke auf Ecke. Ecke auf Ecke. Ecke auf Ecke. Ecke auf Ecke. Das müsste noch ein weniger sein. Ich finde das in schräg eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht lasse ich die schräg. Dafür machen wir die einfach gerade wieder. Da haben wir wieder den Bruch drin, den ich ja immer so betone. Ja, damit haben wir den auch neu konzipiert, den Laden auf jeden Fall. Sind die unterschiedlich schräg? Die sind auf jeden Fall gleich. Die sind auch gleich. Die sind auch gleich. Die sind auch gleich. Okay, nö, alle gleich. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Aber ich finde die mit der Schrägen, das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Da hat sich nämlich meine Frage auch erübrigt, warum ich unbedingt, warum man das schräg platzieren kann. Ganz einfach, damit man es auch tut. Wollen wir die hier auch schräg platzieren, die zwei? Weil die auch so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Nee, das wäre nur so ganz bisschen schräg, das sieht doof aus. Das wäre nur so ganz bisschen. Das mag ich dann auch nicht. So, ich würde sagen, dann können wir von unserem neuen Konzept hier schicke Fotos machen.
Auch, dass sie wir hier so was Schräges haben, das finde ich. Doch, ich finde die Schrägen eigentlich ganz cool, weil du kommst hier so rein und dann so. Fjung. Ich gebe zu, es wäre schöner, wenn die hier auch schräg. Vielleicht kann ich den noch so ein bisschen schräg machen. Dafür reicht der Platz leider nicht. Kann ich den gerade machen? Wie wäre es mit so? Dann haben wir nämlich diesen blöden Bruch nicht ganz so extrem. Ja, das ist schon okay so. Ich lasse es jetzt auch so. So. Ladenkonzept für Aatrox auch erarbeitet heute. Mal wieder. Denn wie man so schön weiß, alle guten Dinge sind ganz viele. Jetzt eben hier schön, schön die Fotos machen, ja. So dass ich nachher, wenn ich den Laden nachbaue, schön weiß, was wie es abgeht, ja. So. Ja gut, der Bereich ist jetzt relativ unspektakulär, weil da ist nichts passiert eigentlich. Der ist eigentlich komplett gleich geblieben sogar. Nur dass halt jetzt Dinger hier schräg sind. Deshalb fotografiere ich hier diese Ecke nochmal extra. Und dann den Kassenbereich vorne nochmal. Da muss ich ja nur so machen. So, sehr cool. Wie wir das Ganze jetzt umsetzen, allerdings in den anderen Läden auch einfach so, das weiß ich leider noch nicht, um ehrlich zu sein. Habe ich den Mitarbeiterraum inzwischen gestrichen und so? Ja, sehr schön. Nur das mag ich jetzt aber nicht so hier. Können wir das nicht irgendwie hier so vormachen? Ihr seid mir so zu gequetscht alle. Eigentlich. Nee. Ja, okay, gut, dann müsst ihr halt gequetscht leben. Da kann ich nichts ändern. Der Pausenraum ist halt auch einfach klein. Ja gut, bei Aatrox die Veränderung ist, ich bin ehrlich, am kleinsten, ne? Die bei Elegantia mit Abstand am größten. Da ist ja fast der ganze Laden neu. Und Relaxa bildet dann natürlich dann damit auf ganz natürliche Art und Weise sofort die Mitte. Ohne dass da irgendwas passiert. Weil hier die Tische sind ja auch einfach nur nach vorne in die Mitte gezogen und dann noch zwei auseinander. Die sind ja von der Höhe ja auch gar nicht verschoben worden, sondern die sind einfach nur nach in Richtung Kasse geschoben worden. Und von denen haben sie auch nur einen Abstand von 1, 2, 3. Also. Wie viel haben die hier Abstand zueinander? Überall zwei, okay. Ja, manchmal
Da bin ich auch ein bisschen neugierig, was man hier so hat, ne? Hier, das holen wir mal in die Mitte. Ruhig, das. Obwohl, nee, dann ist es hinten mit denen nicht passend. Das holen wir auf keinen Fall in die Mitte. Weil das sonst mit den hinten nicht passt. Und das hat auch einen Abstand von, ich glaube, auch 2, ne? Also ich merke, ich mag Abstand 2 ganz gerne. Offensichtlich. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Laden. Ich glaube, wir haben auch alles gemacht jetzt hier, ne? Ja, fortsetzen. Schließen. Wir haben ab jetzt wieder geöffnet, Leute. Ab morgen wird wieder gearbeitet. Fühlt sich krank, ja gut, dann bleibst du zu Hause. Nachbestellen muss ich nichts. Werbung machen muss ich auch nicht. Erwarteten Gewinn betrachten muss ich. Ja. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir beginnen den nächsten Tag. Und wir haben schon 232.000. Das ist super, da wir ja auch aufs neue Hauptquartier sparen müssen, ne? Das ist ja dann hier unten. Was ist das hier nochmal täglich? Oder 10.000 täglich? Oder das kostet ja auch 390.000. Wie teuer ist das im Moment in der täglichen Unterhaltung? Nur 3.000. Ja, müssen wir halt machen, wenn wir neue Konzepte haben wollen, ne? Im nächsten Stream. Wir werden nämlich diesen Stream jetzt beenden. Ich speichere schon mal ab. Im nächsten Stream werden wir uns auf jeden Fall um die nächsten Läden kümmern. Und die umbauen auch. Ich schätze, wir werden im nächsten Stream wieder 3 schaffen. Also wieder 3. Ich habe jetzt halt so ein bisschen, ich habe heute dann 3 Läden schon umgebaut. Den einen habt ihr gar nicht mitbekommen. Dass wir im nächsten Stream vielleicht wieder 3 Läden schaffen. Dann haben wir nämlich die. Also dann haben wir nämlich noch. Vielleicht haben wir auch 4. Sagen wir schaffen 3. Eins. Ja, ich sag mal, in 2 Streams möchte ich eigentlich alle Läden umgebaut haben noch. Dann können wir nämlich im dritten Stream den Laden eröffnen. Vielleicht eröffnen wir den Laden auch einfach vorher schon, weil ich keinen Bock habe, das alles umzubauen. Die ganze Zeit immer nur. Vielleicht kommen wir auch schneller voran und wir schaffen im nächsten Stream schon den Umbau von den anderen Läden. Dass wir, vielleicht machen wir einen langen Stream draus. Wir machen das ja sowieso unregelmäßig jetzt im Moment erstmal, bis wir wieder mehr Zeit für King of Retails haben. Ich speichere jetzt noch ein paar Mal ab, weil man kann ja nicht oft genug speichern. Weil ich so happy bin, dass wir das jetzt doch geschafft haben. Das ist wirklich nicht, ich tue wirklich nicht so, ich freue mich wirklich super. Das ist unglaublich, dass dieses Projekt jetzt doch noch weitergehen kann. Ach, jetzt wird es auch nochmal gespeichert. Der Stelle bedanke ich mich aber ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass King of Retail weitergehen kann. Weitergehen wird. Früher oder später, morgen sehen wir uns mit wahrscheinlich Stronghold wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Danke auch nochmal an dich, Wattli, auch wenn du schon im Bett bist, für deine ganzen, ganzen Stunden, die du hier bei mir verbracht hast schon. Das ist echt unglaublich cool und du hast die imperialen Credits auch alle echt verdient. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ich danke auch an jeden, der im Lurk war, bin jetzt aber auch endgültig damit raus und sag bye bye.